habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich habe das Gefühl, wir sind gut gestartet. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt gut im Studio eingelebt. Wir haben uns fast schon daran gewöhnt, an das Leben als Studiomusiker. Rolf! Rolf! Er kommt wirklich. Rolf! Ah, da. Das ist mir angestellt. Wo brennt's? Der Belt hat ein Problem. Er hat gesagt, ich soll dir rufen. Aha. Okay. Ah, das ist jetzt nicht okay, Rolf. Das ist jetzt wirklich nicht okay. Belt! Dass du zu ihm hergehst. Rolf! Ja, ich hab nichts gemacht. Ich brauche noch Hilfe. Ist das ein Verein? Ja, ja. Ihr zählt gerade auch dazu. Also es ist so, dass wir jetzt gesehen haben, wir spielen eigentlich drei Tracks. Also dreimal alle miteinander. Es geht übrigens darum, dass wir ein Wir-Gefühl entwickeln und zusammen die Lieder aufnehmen. Und von dort eigentlich die beste Fassung nehmen und es als Grundbasis nehmen. Und dann die anderen Instrumente können ihre Fehler, sage ich jetzt mal, im Nachgang nochmal ausmünzen. Und man muss sich doch stark konzentrieren, weil man fast jeder Fehler natürlich noch auf der Spur hört. Und darum gilt es, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Ja, grundsätzlich bin ich eigentlich zufrieden. Ich und der Burgi sind eigentlich relativ schnell unterwegs. Wir haben da schnell drin. Bei den anderen hapert es momentan ein bisschen, aber ja, die müssen halt zeugen halt nach, das geht schon. Weißt du, bei mir, ich habe ja ein echtes Talent. Also bei mir ist es egal, auf was ich spiele. Mir tut es halt immer gut. Die anderen müssen halt mit der Gitarre ein bisschen rumprobieren. Es ist eben so, wir haben etwa vor einem Jahr eine Gitarre bestellt in Amerika, eine Gibson Les Paul Vintage White Rhodes 68er. Und zwar custom made, also haben sie extra für uns gebaut. Und wir haben gehofft, dass sie kommt. Und sie ist die Woche wirklich gekommen. Aber die Jungs wissen noch nichts davon. Und der sie eigentlich noch spielen wird, ist der Simon. Und jetzt gehen wir ihn überraschen und bringen ihm Gitarre. Kleines Problem. Ein kleines Problem haben wir. Was? Es schaut scheiße, es schaut scheiße aus. Ja. Ich meine, die Lücke da, ja, was machst du jetzt dort? Ich hätte eine Idee. Ja. Wir könnten es so machen, dass du so das Tier dort rein tust. Ja, jetzt musst du schon mal schauen, Ah, mach sie doch du offen. Nein, gut. Ja. Juhu! Vintage White. Der heilige Gral. Leg's doch gerade. Kalt ist es. Ja, kalt, das kann sich noch ändern. Randy Rhoads hat dir gespielt. Ja. Lullaby! Weltberühmt. Ja. Da, auf dieser Gitarre. Du weißt, was die da haben hast. Was hat der Austin Powers gesehen? Ich liebe Gold! Wir haben mit Manuel die Vereinbarung, dass sie er kauft, ich darf sie nutzen, das Leben lang. Yeah! Und ich gebe sie auch ganz sicher nicht mehr zurück, aber das muss er nicht wissen. Momentan schaut es so aus, als ob wir mit der Entspannung, die wir uns eigentlich antrainiert haben, oder? Es ist ja die geplante Spontanität, dass wir mit dieser Entspannung eigentlich in die Session reingehen, weil jetzt am Anfang stehen ja Aufnahmen an. Und bei den Aufnahmen ist es halt immer so, in jedem Moment, wo man auf Knöpfe drückt, alle so, Record. Und dann tut es mir wie so ein bisschen Prüfungsangst. Ich kenne das vor der Prüfung überhaupt nicht. Wenn es losgeht, ist er immer ein bisschen nervös, nicht kalte Hände und so. Bis wir das erste Lied aufgenommen haben, war er, glaube ich, etwa dreimal auf dem WC.
Aber das ist jetzt kein Problem. Da kann man gut zureden wie ein kleines Kind. Und dann funktioniert das meistens schon. Nein, beim Konzert ist es komischerweise überhaupt nicht so. Da sind alle anderen eher nervös. Ich bin nicht so nervös. Wir haben in den früheren Jahren sehr viel mehr Alkohol vor dem Konzert getrunken. Vielleicht ist es auch darum so gesehen, ich bin einfach nicht so nervös gewesen. Ah! Hier, Herr Schädler, Ihr Getränk. Wie? Danke vielmals. Geordert. Ja, merci vielmals. Wir kommen her, spielen unsere Songs. Ich fühle mich schon sehr daheim. Es liegt sehr auch am Umfeld, an den Leuten, die hier arbeiten, wo man sehr ein familiäres Verhältnis mittlerweile hat. Und ich glaube, es trägt dazu bei, dass man sich wohlfühlt. Hey, was sind wir für sind wir so unsympathisch? Warum? Wir essen doch Zimmer. Ja, mit Musikern kannst du das nicht machen. Also, das war das Beste. Und ein Schaukel. Und ein Schaukel.